Hallo und herzlich willkommen zum Training. Heute ist Training angesagt in den Ardennen im Motorsport Manager. Aber das wisst ihr eigentlich, wenn ihr eingeschaltet habt. Ne? So, das ist uns unser Paid Driver und deswegen muss er fahren und der Max fährt auch. Intermediate. Wie ist denn das Wetter? Ja, Intermediate sieht gar nicht so schlecht aus. Weil das auch nur die ersten paar Minuten sind. Ah, da weiß ich nicht genau, machen wir das so oder machen wir das nicht. Ja, wir machen Intermediate. Ich denke, das ist gut. Dann ändern wir mal die Konfiguration. Also, ich muss immer noch mal gucken beim Abtrieb. Mehr Abtrieb für Kurven oder auf Geraden weniger Abtrieb ausgelegt ist. Hier haben wir schon, Entschuldigung, eine ganze Menge Kurven. Also würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Abtrieb sagen. Stimmt das? Ja. Also mehr Abtrieb. Beim Fahrverhalten. Entsprechend der Bedürfnisse des Fahrers. Ja, deine Mutter ist ein Bedürfnis des Fahrers. Und die Geschwindigkeitsbalance. Da gehen wir mal auf Getriebeübersetzung, auf eine Kurzübersetzung, Steifheit der Aufhängung, hart, weich. Wir gehen mal auf eher weich. So, gucken wir mal. Die Reifenwahl, ja, wir bleiben mal auf Intermediates. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Hier machen wir das Gleiche. Weiß nicht genau, was Schmidt da so will. Beschleunigung. Ich würde eher auf Beschleunigung gehen, oder? Versuchen wir es mal so. Ich habe keine Ahnung. Auf zum Training. Intermediate ist, naja, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Zack, und auf geht's. Die wilde Fahrt. Schmidt ist draußen und Tang ist auch draußen. Gucken wir uns das mal bei Schmidt an. Ja, das Wasser ist halt relativ da. Es kann natürlich sein, dass es gleich wieder zurückgeht. Dann sollten wir vielleicht auf die anderen Reifen wechseln. Aber ihr seht, alle anderen fahren auch auf Intermediates. Also gar nicht so schlecht. Entschuldigt bitte, ich bin immer noch ziemlich erkältet. Ihr hört es ja. Strategie, fahren wir mal ein bisschen hoch, einfach um zu gucken, wie die sich so machen. Es sieht schon schön aus, muss man ja wohl sagen. Jetzt schauen wir uns den ganzen Spaß mal an. Da wurde sich verbremst, oder was ist das, wenn das hinten so sprüht? So, jetzt fahren sie einmal eine Runde. Es geht ein bisschen um die Rundenzeit. Da will ich nochmal sagen, es gibt kein Qualifying. Sehr gut. Also es gibt kein Qualifying. Das gibt es in der zweiten Liga, in der Asia Pacific. Da gibt es Qualifying. Also da haben wir Training und dann Qualifying. Jetzt geht es nur darum, Training zu machen. Die Zeiten haben keine Auswirkungen auf irgendwas. Ja. Also nicht wundern. Hier wird ziemlich hin und her gefahren. Neue Bestzeit in Sektor 2. Das ist gut. Abeloa hat auch schon eine Bestzeit gefahren. Kleine Runde 1 fahren alle immer persönliche Bestzeiten. So, und dann holen wir ihn jetzt mal rein. Und Tang auch. Tang fällt zurück. Das ist ja nicht so schlecht. Der Abtrieb ist genau richtig. Gute Arbeit. Alles klar. Wenn du das sagst. Ich finde, man kann so pro Rennen ihn zweimal reinholen. Oder beide zweimal reinholen. Ja. Ich fand ein kurzes Rennen. Also ich meine kurze Runden. Jetzt wird er hier aufgehalten.
Jetzt haben wir zum Beispiel kein Wasser auf der Strecke. Wir haben die Intermediates aber auch noch nicht durch mit den Renntrims. Auch schwierig. Was wir da jetzt machen? Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ach, das ist gut. Dann lassen wir die Intermediates doch drauf. Ach, ist hervorragend. Hervorragend. Lassen wir das doch so, wie es ist mit den Intermediates. So, was haben wir denn da? 62% ist ja super schlecht. So, was machen wir? Sehr schlecht. Aber ich dachte, der hätte das. Das wäre alles gut gewesen hier. Nicht? Hervorragend. Wir geben ihm noch ein bisschen mehr Abtrieb. Und gucken wir mal, was da so passiert. Und ihn schicken wir jetzt auch los. Mal gucken, was da so los ist. Wow, 84%. Naja gut, das ist schon ein bisschen besser. Ah, hier ist der Abtrieb hervorragend. Da brauchen wir gar nichts mehr machen. Aber das Fahrverhalten ist schlecht. Da gehen wir nochmal in die Richtung, das Ganze unterwegs. Also gucken wir uns das mal an, ob das so besser ist. Alter Falter, da haben wir noch schlechtes Training hier heute. Mir reicht da meistens, wenn sie eine Runde fahren oder zwei. Also sobald sie irgendwelche Rückmeldungen geben, ob sich irgendwas verbessert hat oder nicht. Aber ich dachte, da wären gerade ganz viele positive Rückmeldungen gekommen. So, schauen wir mal. Wollt ihr schon mal irgendeine Rückmeldung geben vielleicht? Wissensstufe 1 freigeschaltet. Hervorragend. Keine Rückmeldung bisher. Können wir das Fahrverhalten wieder so einstellen, wie es vorher war? Ja, können wir. Das Fahrverhalten ist jetzt viel besser, ja. Das ist jetzt leider, bist du einmal dran vorbeigefahren, aber kein Problem. Ach, du ahnst es nicht, das wird ja immer schlechter. Eieieiei. Okay, wir kamen quasi, das heißt, er muss definitiv ins Untersteuern kommen. Und hier wahrscheinlich auch, ja. Dann nochmal raus und nochmal go. Das ist ja. Uiuiuiui. Da haben wir uns irgendwie völlig verzockt jetzt hier. Na, vielleicht sollte ich auch einfach nicht spielen, wenn ich krank bin. Ne? Fühlt sich einfach nicht so gut an. Wenn man so krank vorm Computer sitzt, sollte man sich mit irgendwas berieseln lassen, glaube ich. So, von den runden Zeiten haben wir echt. Na gut, wir haben es jetzt aber auch nicht mehr richtig probiert, muss man auch sagen. Gute Arbeit, Leute, sagt Heng. Komm halt mal rein. Dass wir da nochmal was machen können. Und ihn holen wir auch nochmal rein. Ah, 92%, na immerhin. Das ist ja schon mal was. So, wir kamen jetzt von der 84, ne? Ne, Moment. Ja, genau. Das heißt, das ist immer noch gleich geblieben. Wir haben deutlich auf Untersteuern geklickt und wir haben noch ein Stück in Richtung Maximalgeschwindigkeit geklickt. Vielleicht nicht ganz so viel. Versuchen wir das nochmal. Also 95 würde ich eigentlich schon ganz gern haben. Das ist echt bedauerlich. Naja, ich habe ja gerade, oder also entweder gerade oder in der letzten Folge gesagt,
Was ist da so ein bisschen meine Strategie? Ich denke, in Season 1 jetzt werden wir einfach nur Erfahrungen sammeln und hoffentlich unser erstes Ziel schaffen. Und ich sag mal, in Season 2 ist dann so Angriff auf die Pole Position geplant. Also im Sinne, dass wir dann wirklich auch ist okay. Also noch ein bisschen Maximalgeschwindigkeit. Und hier noch ein bisschen mehr Fahrverhalten. Mal so. So, auf geht's. Also, um das nochmal abzuschließen. Also, wir werden jetzt in dieser Season wahrscheinlich nur gucken, dass wir unseren siebten Platz halten. Also, dass wir den siebten Platz erstmal kriegen. So, ja. Und dass wir dann in der nächsten Season, in Season 2, wirklich auf Angriff schalten. Und ja, irgendwie gucken, dass wir dann da wirklich gewinnen, dass wir auch aufsteigen können. Die Asia Pacific. Das wäre so ein bisschen die Idee. Was wir dafür brauchen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Wir haben ja jetzt erstmal an allen Ecken und Enden ordentlich ordentlich reingepulvert das Geld. Wir müssen da jetzt auch mal wieder ein bisschen in die positiven Bereiche kommen. Jetzt hört der Regen sogar auf. Ja, aber ist jetzt mal für die letzten 20 Sekunden auch nicht mehr so schlecht. Ich glaube, der darf noch fahren, oder? Kann das sein, dass er noch seine Runde zu Ende fahren darf? Oder muss er dafür an Start und Ziel vorbeigekommen sein? Können wir die Aufhängung etwas steifer machen? Naja, er musste schon reinkommen, okay. Er durfte nicht mehr fahren. Ja, das haben wir leider auch nicht geschafft. Ach, ach, ach. Wir warten noch auf 11 Fahrzeuge, dann warten wir mal ein bisschen schneller. Ja, kurze Trainingssession würde ich sagen. Aber so ist das meistens. Wir werden irgendwann, sollten wir wirklich in die Asia Pacific kommen, Training und Qualifying in eine Folge packen. Ich glaube, das ja, kommt von der Zeit her am besten hin. So, Training beendet. So, das ist jetzt eher uninteressant. Das sind ja nur die Zeiten. Was sind das denn für Teamfarben? Wir sind hier nicht im Zirkus. Eastwood Motorsport. Ja, erreichte Spitze. Enttäuscht von Dragon. Machen wir jetzt um das Rennen wirklich Sorgen. Ich auch persönlich. Und da ist es auch schon. Wir müssen 13. oder besser werden. Es regnet. Eieieiei. Das wird ja ein Spaß. Alle stehen da mit den Regenschirmen. So, wie sieht denn das aus? Es regnet die ganze Zeit. Ist das eigentlich, dass es so runtergeht, die Temperatur, oder? Und das ist das Regenwasser. Alle fahren auf Wets. Das können wir uns hier nochmal angucken. Ihr seht, alle fahren mit dem blauen Reifen. Das ist immer ganz gut. Das bedeutet nämlich erstmal, dass wir alle auf den gleichen Bedingungen starten. Das ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Ja, und wie das genau dann wird, wobei wir können das so ein bisschen einstellen. Das geht ja schon noch. So, was haben wir denn da hier? Leistungsverbesserung, Intermediate und Renntrim. Ja, falls wir Intermediate fahren müssen, ist das gar nicht so schlecht. Und hier nehmen wir das Gleiche. Ja. Bei der Fahrzeugkonfiguration können wir nochmal reingucken. Da müssen wir uns mit der hier nochmal beschäftigen. Da haben wir uns jetzt tatsächlich ein bisschen verschlechtert. Um 4%, also aus irgendwelchen Gründen ist mir das jetzt hier gar nicht gelungen. Müssen das Fahrverhalten vielleicht noch ein Stückchen? Nee. Ich glaube, so wird ein Schuh draus, ne? Also das müsste tatsächlich so das sein. Wir nehmen die Reifen, alles klar. Treibstoffoption, alles richtig.
Das hätten wir bei der Konfiguration. Wir machen das jetzt mal eben, weil ja, da haben wir natürlich richtig gut abgecached. 94%. Da doktern wir tatsächlich jetzt nicht mehr dran rum. Ja, da machen wir nichts mehr. 94% ist, glaube ich, auch in Ordnung. Und die Fahrerstrategie. Wir fahren für den Anfang auf aggressiv, auf angreifen. Wobei, warte mal, wo starten wir überhaupt? Startposition 4 und 5. Ja, machen wir eine Runde Full Action. Lass uns nochmal ganz kurz hier die Konfiguration angucken. Ich wollte da nochmal auf die Reifensachen eingehen. Genau, ihr seht, alle Reifen des gleichen Typs haben alle die gleichen Stats. Nur wenn sie halt dann die Farbe tauschen, ne? Also die haben unterschiedliche Stats, wieder halten die 14 bis 16 Runden. Das ist natürlich schön. Das heißt, theoretisch, wenn denn das alles so bliebe mit dem Regen, würden wir dann dabei bleiben. Wie viele Runden fahren wir? Steht das hier irgendwo? Kann ich gerade nicht sehen oder ich übersehe es. Egal, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ah, hier, 22 Runden, okay. Das heißt theoretisch einmal stoppen nur. Aber das passt, glaube ich, von der Treibstoffsache nicht, oder? Ganz kurz hier gucken. Treibstoff hinzufügen. Für 9 Runden haben wir das. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch noch mal ins Gebälk kommen. Nun gut, nächste Folge geht es dann mit dem Rennen los. Ich bin gespannt. Macht's gut, bis morgen. Morgen ist übrigens Weihnachten. Krass.